Puh, Herrschaften, waren das gestern Emotionen unpackbar, oder? Die Burschen haben wirklich alles gegeben, aber hat halt leider nicht geklappt. Jetzt könnte man mit den Weisheiten kommen, der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten oder die Tore, die du nicht schießt, die bekommst du. Ja, ist halt leider so, aber es gehört halt auch zum Leben dazu, die Niederlage. Und die Niederlage macht dich stärker. Das heißt, aufstehen, Krone zurechtrücken. Und weiter geht's. Einen wunderschönen guten Morgen, recht herzlich willkommen. Auch wir turnen weiter und das jeden Tag, denn es ist genau die Regelmäßigkeit, die es ausmacht. Und ich würde sagen, wir starten gleich hinein mit der ersten Übung. Zuvor, wie immer, achten wir darauf, dass wir aufrecht stehen. Genau, Krone zurechtgerückt, aufrecht. Wir sind groß, wir sind stark. Und wir beginnen jetzt einmal am Stand nur einmal zu gehen. Mit dem beginnen wir heute. Ja, aber trotzdem, es war gestern so, ich habe mitgefiebert. Es war unpackbar, die Popcorn habe ich mir reingestopft, aber das kann nicht sein. Gell? Ach ja. Ja, so ist das Leben. Du kannst auch die bessere Mannschaft sein, am Ende zählt leider Gottes das Ergebnis. Ja? Das heißt, wir marschieren dahin und im Gehen dann geht es in die nächste Position. Das heißt, wir machen den Chaplin, ja? Ja, unseren Entenwatschlergang. Dann wieder zurück in die normale Position. Und da können wir dann immer wieder wechseln in den Watschelgang. Arme gehen mit. Ja, zeig's einem langsam her. Und dann natürlich kann ich das Tempo hier erhöhen. Und wieder zurück ins Normale gehen. Wirklich, achtet immer darauf, beobachtet euch selber, schaut, bin ich jetzt so klar irgendwie oder bin ich groß, bin ich aufrecht, habe ich mein Lächeln aufgesetzt, passt es, die Arm-Bein-Koordination, linkes Knie, rechte Handfläche, auf diese Dinge zu schauen. So, nochmal in den Chaplin zu gehen. Nochmal normal. So, und das nächste beim Chaplin werden wir breiter, ja, und jetzt ziehen wir da richtig schön das Knie nach oben, ja, Zehenspitzen zeigen nach außen, Einsteiger beginnen klein da unten, Fortgeschrittene ein bisschen höher, Profis können richtig hoch nach oben ziehen, das Ganze, wie sage ich immer so schön, dynamischer gestalten. Naja, Dynamik hat das Spiel gestern eh gehabt, ja. Kämpft haben sie ja und das ist wichtig. Ja? Bis zur letzten Minute. Ja, geht schon. Komm, bleib mal dran. Oben ziehen. Atmung fließt wie immer. Ja, Foto habe ich auch und zwar liebe Grüße aus Wagrein. Da haben wir schon. Oma Helga und der Enkel Eduard machen fleißig mit. So soll es sein. Da haben wir wieder diese soziale Komponente. Die Familie tut gemeinsam, also die Generationen, so soll es sein. Ja. Und nach oben ziehen. Ja, mit der Zeit wird es schon ein bisschen intensiver, gell, die Übung. Sehr gut. Also wie gesagt, Einsteiger machen es klein. Wer dazwischen eine Pause benötigt, macht die. Und natürlich desto intensiver ich werde, desto mehr spüre ich es auch. Keine Sorge, ich merke es auch. Ja. Super, nach oben. Und wir haben 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Kurz ein bisschen auslockern. Merkt man, gell? Gut. So, wir bleiben in der Grätsche. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen unser Knie. Öffnen hier und stellen wieder ab. Ja? Hüftgelenks-Hoppala-Mobilisation. Wir haben das Gleichgewicht wieder mit dabei. Achten auf die Körperspannung. Öffnen hier. Gehen dann nach außen. Setzen wieder ab. Sehr gut. Ja, danke schön in die Regie. Und wie gesagt,
Ja, es gibt halt diese Tage, nicht nur im Fußball. Ja, vielleicht haben einige heute den Tag, wo sie sagen, ah, es freut mich gar nicht, ich habe keine Lust, ich will nicht. Ja? Aber trotzdem, glaubt mir eins, das sind die Momente, die euch stärker machen, gegen den inneren Schweinehund hier anzukämpfen, den mitzunehmen auf die Turnmatte. Denn ihr wisst, glaube ich, genau, wie gut es euch tut, ja, wenn ihr die Übungen macht, oder? Wisst ihr, wie geht's euch danach, frage ich immer. Und die Leute sagen immer, gut. Ja? Und genau dieses Gefühl wollen wir uns wiederholen. Ja? Deswegen, gehen wir, komm, auch wenn heute so ein Tag ist, nein, ich will nicht, auf geht's, mitmachen. Ja? Sehr gut. So, wir setzen ab. Jetzt werden wir aber enger von der Beinstellung. Öffnen hier, absetzen. Noch da, richtig groß öffnen, so gut es geht. Wer möchte, hält sich fest. Ja. Freue mich nach wie vor über Fotos, Videos, Zuschriften an philippbewegt@krone.tv. Ja, nach außen gehen. Sehr schön. Und nochmal nach außen. Gibt es hier einen intensiveren Teil. Dann wieder ein bisschen was zum Durchatmen. Ja. Die nächste Übung geht wieder ein bisschen mehr in die Kräftigung und auch koordinativ. Ja, sind wir da gefordert, hoppala, da kann schon mal wackeln, auch bei mir. Einmal noch und wir setzen ab. So, Kniebeuge in Kombination mit dem Kick. Das heißt, ja, Ausgangsposition kommen wir, ungefähr schulterbreit. Jetzt gehen wir nach unten, Einsteiger, fortgeschrittene Profis, gehen nach unten, kommen nach oben und jetzt kommt der Kick. Ja, geh wieder nach unten, fortgeschrittene, ein bisschen höher. Ja, wieder nach unten. Und Profis können halt, soweit es geht, das Bein nach oben heben, den Kick ausführen. Einsteiger, wie gesagt, fangen da unten an. Sehr gut. Und nach unten gehen. Bitte immer darauf achten, dass der Nabel nach innen zieht. Ja, dass man da nicht mit dem Gesäß, wir wissen, die Bandscheiben, das kennen wir. Dass man ja quetschen, das ist wie beim Lipdorsemmel, wie der Schmal immer sagt, wenn man das zusammendruckt, was passiert, dann druckt es den Lipdor raus, das ist dann unsere Bandscheibe, das wollen wir vermeiden. Geh nach unten. Wie gesagt, wieder eine intensivere Übung, dann ein bisschen was zum Durchatmen, aber koordinativ wird es dann ja, interessanter. Vorne. Kick. Also Tempo könnt ihr hier variieren natürlich. Ich kann auch schneller werden, ja, wenn ich möchte. Oder ich mache es langsamer in meiner Bewegungsgröße. Geh noch nicht so weit nach unten. Ja. Auch wichtig, immer auf die Qualität achten. Lieber in der fortgeschrittenen Variante und nicht gleich der Profi beginnen. Dafür sauber ausführen. So, und drei noch, zwei und der letzte, eins. Sehr gut. So, Oberschenkel sind voll, spürt man. Jetzt geht es ans Koordinative, ein bisschen was zum Durchatmen und zwar ein Bein gut verwurzeln. Und jetzt versuchen wir mit den Zehenspitzen Zahlen zu schreiben. 1 bis 5, ja, mit der rechten, also mit den rechten Zehenspitzen. 1. Jetzt kann ich aber, wenn ich möchte, meinen Finger noch dazu nehmen. 1. Dann zeichne ich 2. Dann nehme ich 3. Sehr gut. Dann kommt 4. Ja. Und dann haben wir 5. Sehr gut. So, jetzt kommt der 6er. Ja, dann haben wir 7. Der 8er. Ja, dann haben wir 9 und jetzt kommt der 10er. Ja. Jetzt können wir so stehen bleiben und jetzt versuchen wir mit dem einen Bein unseren Vornamen zu schreiben. Ja. Und auch da kann ich mitschreiben, wenn ich will, mit meinen Fingern. Ja, da muss man sich konzentrieren. Gar nicht so leicht. Gell? So, und jetzt gehen wir in den Nachnamen hinein. Andere Hand. Und jetzt probieren wir das. Jetzt muss ich überlegen. Genau.
gar nicht einmal so leicht, wenn ich es in Latein schreibe. Ja, da muss man sich schon konzentrieren. Sehr gut. Ich weiß, die einen haben einen längeren, die anderen einen kürzeren Vor- und Nachnamen, wie auch immer. So, das war jetzt Koordinative. Jetzt geht's weiter. Wir brauchen, und zwar brauchen wir ein Utensil. Irgendwas, was herumliegt. Wird irgendwas da sein? Irgendwas könnt's nehmen, habe ich vergessen zu sagen vor der Sendung. Oder wir stellen uns vor, wir haben etwas in der Hand. Und leichte Grätsche und beginnen jetzt hier unser Utensil rundherum zu geben. Oder wir stellen uns vor, wir tun das. Die Bewegung funktioniert ja trotzdem. Ja. Ich mir gedacht, wenn ich schon den WM-Ball habe, dann nehme ich diesen auch gleich. Ja, klein beginnen und dann kann ich leicht deutlich größer werden von meiner Bewegung und natürlich auch einmal hier die Richtung wechseln. Fast ein bisschen wie beim Hula-Hula-Tanzen. Gell? Ja, sehr schön. Na, da lacht meine liebe Kollegin, die Steph steht da hinter der Glasscheibe. Ja, und schaut zu, weil ich gesagt habe, Hula Hula. Ja. Sehr schön. So, jetzt nächster Schritt, und zwar Grätsche ein bisschen breiter. Wir versuchen, unser Utensil da unten durchzugeben. Ja, weiter. Worauf wir achten ist, dass wir hier die Rotation einmal haben. Rotation und gleichzeitig den Lastwechsel. Die Belastung aufs andere Bein. Rotation mitnehmen, ja, darauf bitte schauen wir, ja, nicht einfach nur so da durchgeben, das machen wir nicht, sondern wirklich Rotation, Lastwechsel, andere Seite, sehr schön, und dann kann ich natürlich hier größer werden, indem ich in eine breitere Grätsche gehe und das Utensil zum Beispiel relativ weit unten kreisen lasse. Ja, und dann stoppe ich einmal und gehe retour in die andere Richtung. Also wie gesagt, da Rotation, Lastwechsel, Belastung, vom Talschi kennt man fast sagen. Ja, geh nach außen. Sehr schön. Dann kann ich einmal versuchen, die Richtung zu wechseln. Also es könnt ihr immer wieder individuell natürlich gestalten. So, ich komme schon langsam wieder nach oben, werde kleiner von der Grätsche her und richte mich Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Gut, den Ball, der eigentlich ins Tor gehört, der gehört hätte, legen wir auf Zeiten. So, nächster Schritt, den wir machen, und zwar aufrechte Körperhaltung, Handflächen vorne auf den Oberschenkel abgelegt und jetzt gehe ich da in die Streckung, das heißt Ellbogengelenksmobilisation. Gehe da nach außen. Genau. Ja, wirklich richtig in die Streckung gehen, ganz wichtig. Für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal mit dabei sind oder noch nicht so lange, warum mobilisieren wir? Ja, ganz wichtig. Das braucht man, der Körper schreit dann auch richtig. Das heißt, wir aktivieren, wir mobilisieren. Ja, Ellbogengelenksmobilisation, Gelenk gehört halt wirklich immer wieder bewegt. Dafür haben wir es ja, sonst wäre es ja kein Gelenk. Ja, so wie ich immer sage, wir haben einen Bewegungs- und keinen Sitz- oder Liegeapparat. Ja, so haben wir unsere Gelenke. Und die Scharnierl, die gehören ein bisschen geschmiert. Jawohl, sehr gut. Gehen wir nach außen. Richtig schön hier öffnen. Sehr schön. Ja, das sind diese einfachen Dinge, aber mit einer hohen Effizienz. Wann machst du die? So gut wie nie. Deswegen machen wir es gemeinsam. Ja, nach außen gehen. Sehr schön. Atmung fließen lassen. Noch drei auf jeder Seite. Zwei. Und der letzte. Eins. Kommen wir zurück. Sehr schön. So, Grätsche wird eine Spur breiter. Wir stützen uns da ab. Nabel zieht nach innen. Aufpassen, immer wieder. Ich weiß, ich sage es dauernd, aber es ist wichtig. Man vergisst drauf. Dann ist man wieder in der Position. Nein, Nabel zieht nach innen. Und jetzt unsere Spezialübung, das heißt Marina Romme heißt sie bei mir. Ich nehme meine Handfläche, gehe da hinein, versuche der Handfläche nachzublicken. Jetzt gehe ich da nach oben und blicke nach. Und in dem Moment aber auch beim nach oben gehen, atme ich ein.
Einatmen, öffnen, nach unten kommen, ausatmen. Nach oben ziehen. Und nach unten. Ausatmen. Oben ziehen, öffnen und Bein nach unten. Ausatmen. Ein. Aus. Einatmen. Ausatmen. Ein. Aus. So, jetzt wechseln wir. Andere Hand, ja, ebenfalls gleiches Prinzip. Da hinein, nach oben gehen, mit der Einatmung und mit der Ausatmung nach unten kommen. Ja, genau, einatmen, öffnen, wenn es nur so geht, alles in Ordnung. Schauen, wie weit komme ich. Atme ein, das wird mit der Zeit dann besser, keine Sorge. Und es gibt ja die Tage, da geht es einmal ein bisschen besser, dann wiederum denkst du, heute bin ich richtig steif, Herr Bredl. Auch das ist normal. Und noch 3, 2, und 1. Sehr gut. Wir richten uns auf. Ja, können in der Grätsche bleiben. Jetzt Arme zur Seite. Machen eine leichte Faust. Und jetzt geht es darum. Faust geht Richtung Schulter. Und wir spannen unseren Bizeps an. Jawohl. Da kräftig machen. Geh nach außen. Spannen wieder. Ja. Und immer darauf achten. Beine leicht abgewinkelt, Nabel zieht nach innen, Körperspannung, die ist da. Sehr schön, ja, und wieder. Ja, da haben wir schon. Genau da. Und jetzt machen wir Folgendes, wir wandern mit unseren Ellbogen nach vorne Richtung Körpermitte. Immer schön anspannen, sehr gut. Gehen wieder nach außen. Gehen da nach außen, schön langsam, lasst euch Zeit und wie gesagt, einfach vorstellen, es ist richtig schwer, ich drücke da dagegen, spanne hier meine Muskulatur an, kräftige hier und kann nochmal nach vorn gehen und nochmal nach hinten. Und locker aus. Wir bleiben gleich in der Position. Jetzt, ja, ich drehe mich kurz um. Fingerspitzen, diese kleinen Finger zeigen zueinander, Richtung Körpermitte, Daumen nach außen. Und jetzt mache ich ganz kleine Bewegungen hier. Ganz kleine Bewegungen. Ja, schau drauf. Genau, Schultern gerade. Jetzt irgendwie da oben oder so. Schultern gerade. Genau. Oberer Rücken, den spüren wir da richtig schön. Den Trizeps haben wir mit dabei. Kleine, wirklich ganz kleine Bewegungen da machen. Ja, da merkt man schon, das ist gut. Bleiben wir noch dran, gehen wir. Ja, oftmals unterschätzt. Was macht er da? Dann probiert man es aus und wird man merken, da schon her. Eine Bewegung, die ich nicht kenne und die geht richtig rein. So, 4, 3, 2, 1 und jetzt. Spannung, ja, ist da und zueinander. Spannung, ja, 4, 3, 2, 1. Und wir lockern aus. Ja, kommen wir schon zur Cooldown-Phase. Jetzt machen wir Folgendes. Wir legen unseren Ellbogen da in die Handfläche hinein. Wir können auch richtig schön durchatmen. Das heißt, Atmung fließen lassen, einatmen. Ganz wichtig natürlich die Ausatmung. Alles raus. Sehr schön, dann wechseln wir, nehmen die andere Seite her, ja, super. Atmung fließen lassen, sehr cool. Jawohl. So, jetzt greifen wir ein Sackerl, wir stellen uns davor, wir haben da hinten so ein Sackerl, da greifen wir da hinein. Da kann ich da oben ein bisschen nachdrücken.
ja, ist auch so benannt von mir, denen Sackerl greifen. Zieh da nach unten. Jetzt wechsle ich meinen Arm. Ja. Cooldown-Phase kann man natürlich jetzt nach Belieben noch verlängern. Jeder von euch, wie er möchte. So, wir kommen zur Mitte. Ich komme zu euch. Wir atmen einmal durch. Herrlich, oder? Jetzt sind wir gestärkt, motiviert, aktiviert für den Tag. Wünsche euch einen wunderschönen. Wie immer sage ich, lasst die Sonne rein, vor allem in euer Herz. Und natürlich auch heute darf Einsicht fehlen. Trinken, trinken, trinken. Die Zelle, die muss schwimmen.